بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Meine lieben Geschwister, wir machen heute weiter إن شاء الله تعالى mit unserer Sira-Reihe und wir hatten letzte Woche Oder war das letzte oder vorletzte Woche gewesen? Vorletzte Woche, wie schnell die Zeit vergeht, subhanallah. Vorletzte Woche hatten wir uns mit dem, ja, eigentlich ausschließlich mit der Schlacht der Grabenschlacht beschäftigt gehabt, Ghazwat al-Khandaq, in unserer Sira-Reihe, für diejenigen, die zum ersten Mal kommen. Wir beschäftigen uns seit einigen Monaten, schon jetzt fast anderthalb Jahren, bis zu zwei Jahren, mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt mit der Lebensbiografie unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind mittlerweile angekommen im fünften Jahr nach der Hijra und zwar bei der Grabenschlacht. Und wir hatten uns mit der Grabenschlacht beschäftigt gehabt, dass die Quraysh sich rächen wollten und auch einige Stämme versucht haben, dann die Quraysh gegen die Muslime aufzuhetzen, unter anderem der Stamm der Banu an-Nadir aufgrund ihrer Vertreibung aus Medina. Und die Quraysh sich haben überreden lassen, um Medina anzugreifen. Und zwar mit einer Armee, die es so zuvor in der gesamten Sira, die wir kennen, noch nie gegeben hat, nämlich mit 10.000 Männern. Und da sie viele Verbündete und Alliierte hatten, wird diese Schlacht auch wie bezeichnet? Nicht nur Grabenschlacht, sondern auch, es gibt noch einen zweiten Namen für diese Schlacht, Ghazwat al-Khandaq und Ghazwat? Ja, al-Khandaq ist die Grabenschlacht und al-Ahzab, genau. Ghazwat al-Ahzab, ja, die Schlacht, wo es der Verbündeten, warum? Weil sich die Quraysh verbündet haben mit mehreren Stämmen. Grabenschlacht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Grundlage eines Vorschlages von Salman al-Farisi dann einen Graben hat ausheben lassen, und zwar im Norden von Medina, dort, wo eine größere Armee hätte dann auch die Muslime in Medina angreifen können. Die Rest von Medina war geschützt gewesen, entweder durch die großen Bereiche im Osten und im Westen, wo es Vulkanstein gab, und im Süden gab es ebenfalls Vulkansteine, aber es gab auch dort sehr, sehr viele Dattelplantagen und die Wohnstätten unter anderem von dem Banu Qurayza, sodass man weder vom Süden noch vom Westen noch vom Osten hätte Medina mit einer größeren Armee angreifen können. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, was das für eine schwierige Zeit gewesen war. Und wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen in diesem Moment geprüft hat. Und Allah ta'ala, er beschreibt es ja sehr, sehr schön im Koran. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ Und die Herzen sind bis zu den Kehlen gelangt. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ Und ihr habt schon über Allah euch Gedanken gemacht, die unterschiedlichsten Gedanken, schon gedacht, Allah hätte euch im Stich gelassen. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَهُنَارِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ Dort wurden die Gläubigen richtig geprüft. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا Und einem gewaltigen Beben ausgesetzt. Und wir haben über all diese Aspekte auch gesprochen gehabt und auch auf unser eigenes Leben bezogen, wie Allah Subhanahu wa Ta'ala jeden Einzelnen von uns in seinem Leben prüfen wird. Und dass dieser Druck auch von der Gesellschaft oder von außen aufgrund deines Glaubens auch ein Teil unsere Religion ist und ein Teil unseres Weges zu Allah. Ein Teil unseres Weges zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit der Prüfung sollte was kommen? Die Erleichterung. Und wir hatten gesagt, Allah ta'ala, wie es auch in Quran, in Surat al-Ahzab erwähnt wird, er hat die Gläubigen unterstützt mit Soldaten. Und wir haben einen Soldaten schon erwähnt. Soldaten, die man vielleicht sogar gar nicht sieht. In diesem Fall war es ein Soldat, den man sehen konnte. Und zwar, was hatten wir gesagt gehabt? Wer kann sich erinnern? Naim. Genau, Naim oder Nu'aym ibn Mas'ud. Ja? Naim oder Nu'aym ibn Mas'ud. Ich habe nochmal den Namen nachgeprüft, weil ich hatte
davor ein Video gehört gehabt von einem Gelehrten und der hat immer Naim gesagt. Habe ich auch nochmal nachgeschaut. Ja, die meisten sprechen es als Nuaim aus. Nuaim ibn Mas'ud. Wahrscheinlich gehen beide Varianten, Allahu A'lam. Ja, aber entweder Naim oder Nuaim ibn Mas'ud. Und zwar, er ist heimlich Muslim geworden und hat es geschafft, Zwietracht zu stiften zwischen dem Stamm der Banu Qurayza, welche Verrat begehen wollten, und zwischen den Quraysh. Haben wir alles besprochen, müssen wir nicht nochmal ausführlich besprechen. Jetzt kommt aber der zweite Soldat, die zweite Unterstützung Allah subhanahu wa ta'ala. Wie lang ging eigentlich die Belagerung? Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal erwähnt hatten. Zwischen 20 und 25 Tagen wurde die Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam von 10.000 Kämpfern belagert. Und plötzlich kam ein gewaltiger Wüstensturm auf. Und Allah ta'ala, er spricht auch über diesen Wüstensturm. Und zwar in Vers Nummer 9 von Surat Ahzab. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. O, die ihr glaubt, gedenkt der Gnade Allahs euch gegenüber. Ith ja'atkum junud. Als zu euch Soldaten kamen. Fa'arsalna alayhim riha. Und wir haben gegen diese Soldaten was gesandt? Einen Wind. Wa junudan lam tarauha. Und Soldaten, die ihr nicht sehen könnt. Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala schickt. Das heißt, einer der Soldaten, die Allah Ta'ala geschickt hat, die die Gläubigen in diesem schwierigen Moment unterstützt haben, ist ein Naturphänomen, ein Sandsturm, der aufgekommen ist, der so extrem war, dass alles weggefegt wurde. Alles wurde weggeweht. Die Zelte, die Töpfe wurden umgekippt, so wie es, und weggeweht, wie es überliefert wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nutzte diesen Moment aus. Und er wollte unbedingt wissen, was die Quraysh jetzt tun werden. Werden sie abziehen? Oder werden sie ihre Stellung halten? Und jetzt gibt es eine sehr, sehr schöne Überlieferung, welche wir über Imam Muslim finden, von Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, er ist ja bekannt als der Bewahrer des Geheimnisses unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Katim Sir al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wir haben schon oft gesagt, welches Geheimnis, nämlich er kannte die Namen der Heuchler. Und auf jeden Fall berichtet jetzt Hudhayfa über sich selbst, wie extrem diese Situation gewesen war. Nicht nur für die Mushrikun, die Angreifer, sondern auch für die Muslime selbst. Und wir kommen gleich darauf nochmal zu sprechen, inshallah. Ich hatte euch versprochen gehabt, dass wir diese Frage behandeln werden, dieser Coronavirus. Es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, das ist eine Strafe Allahs und weiß ich. Wie ist das eigentlich aus islamischer Sicht? Wie gehen wir eigentlich mit solchen Krankheiten, Epidemien, ob es Naturkatastrophen sind? Wie gehen wir eigentlich als Muslime damit um? Was sagt eigentlich der Koran dazu? Könnte es sein, dass es eine Strafe Gottes ist? Oder ist das völliger Humbug und Unsinn? Gibt es so etwas überhaupt nicht? Damit werden wir uns gleich inshallah ta'ala auseinandersetzen. Kommen wir erst einmal zu dieser Überlieferung. Und zwar sagt Hudhayfa ibn al-Yaman, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Nacht, wo dieser Sturm aufkam, dieser gewaltige Sturm, die Sahabe fragte: Ala rajulun ya'tini bi khabari al-qaum? Gibt es sich irgendeinen von den Männern, der bereit ist, über den Graben zu gehen, heimlich, und mir die Nachricht zu bringen über die Soldaten, ob sie jetzt abziehen werden oder bleiben werden? Und der Prophet fügt noch etwas ganz Wichtiges hinzu. Etwas, was normalerweise jeden der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam angespornt hätte, aufzustehen und zu sagen: Analaha ya Rasulallah, ich kümmere mich darum, Gesandter Allahs. Er sagt ihr nämlich: Ja'alahu Allahu ma'i yawm al-qiyamah. Allah Ta'ala, er wird ihn am jüngsten Tag mit mir sein lassen, also zu einem Gefährten von mir machen. Also mit anderen Worten, er wird das Paradies betreten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie unglaublich schlimm dieser Sturm gewesen sein muss, wie kalt es gewesen sein muss. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte es dreimal und keiner stand auf. Wir kennen normalerweise etwas anderes von den Sahaba, oder? Dass sie sofort aufstehen. Aber in diesem Fall stand niemand auf, weil es so extrem kalt und so stürmisch gewesen ist. Die Sahabe haben sich im Sand eingebuddelt, so kalt war es gewesen. Und dann, als niemand geantwortet hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte einen Freiwilligen, schwieg er
Und er sagte dann zu wem? Zu dem Überlieferer, nämlich Hudhayfa ibn al-Yaman. Komm ja, Hudhayfa. Steh auf, Hudhayfa. Fa'tina bi khabar al-qawm und zeig uns sozusagen, was die Leute machen werden. Und in dem Moment hatte er keine Wahl gehabt. Khalas, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn jetzt namentlich erwähnt, vorher war es freiwillig gewesen. Aber jetzt erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn namentlich. Und dementsprechend bleibt ihm keine andere Wahl, als zu gehorchen. Und dann sagte der Prophet zu ihm, steh auf, bring mir die Nachricht. Und jetzt fügte er etwas ganz Wichtiges hinzu. وَلَا تَذَعْرُهُمْ عَلَيَّ. Also hetze sie nicht gegen uns auf. Und Hudhayfa sagt jetzt, ich bin aufgestanden und ich hatte das Gefühl, ich wäre in einem Hammam. Kennt ihr diese türkischen Hammame? Ja, wo es richtig schön warm ist, wo es angenehm ist. Einer dieser Karamat, die Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen gibt, die bereit sind, auf seinem Wege etwas zu tun. In schwierigen Situationen unterstützt sie Allah subhanahu wa ta'ala. Es war eigentlich kalt gewesen. Und auf jeden Fall ging er dann rüber und er sah dann auf der anderen Seite, wie alles weggeflogen ist und wie Abu Sufyan dann zu den Leuten gesagt hat, und ich fasse ein wenig zusammen, ja, ich werde abmarschieren und wer mitmarschieren möchte, der soll mit mir kommen. Hudhayfa, er stand ganz in der Nähe von Abu Sufyan. Er meinte, ich hatte einen Pfeil und Bogen bei mir. Wenn ich auf ihn geschossen hätte, dann hätte ich ihn getroffen. Aber in diesem Moment erinnerte ich mich an die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, tue nichts und hetze sie nicht gegen uns auf. Und darin lag eine tiefe Weisheit. Es gibt manche Geschwister und manche Muslime, die glauben, dass wenn sie voreilig handeln, dass sie dann besonders religiös sind. Und dass wenn sie vielleicht etwas tun, was in einer Katastrophe mündet, sie das Richtige getan haben, weil sie sagen, ich musste etwas für meinen Glauben tun. Und dementsprechend haben wir einige, die, das war früher auch gewesen, das ist immer noch teilweise heutzutage so, ja, die dann, weiß ich nicht, nach Syrien gegangen sind oder woanders hin, ja, und da eine Waffe in die Hand genommen haben, obwohl sie überhaupt nicht wissen, wie man kämpft. Oder auch Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich muss irgendwie alleine jetzt gegen die gesamte Welt kämpfen und verüben dann irgendwelche Terroranschläge oder ähnliches und glauben, sie würden damit etwas Gutes für den Islam tun. Das ist völliger Unsinn. Du tust damit nicht etwas Gutes. Du tust dann etwas Gutes, wenn du es bedacht tust. Du tust dann etwas Gutes, wenn du es so tust, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Nicht wie du selbst als Jugendlicher glaubst, dass es in diesem Moment richtig ist. Jugendliche sind häufig voreilig. Sie wollen schnell zu einem Ergebnis. Sie haben die Lebenskraft. Sie wollen schnell etwas bewirken. Ich will die gesamte Welt ändern. Ja, schön und gut. Kannst du ja auch. Ja? Aber mit Weisheit. Und deswegen, Allah Ta'ala, er spricht immer wieder über Weisheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich gerade als religiöser Mensch mich bilde, ganz genau weiß, wie man in einer Situation zu handeln hat, was der Koran diesbezüglich sagt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich sagt, wie die Gelehrten das interpretiert haben und dass ich mir nicht selbst meine eigene Religion erschaffe und glaube, somit könnte ich etwas verändern. Nein, damit veränderst du nichts. Damit machst du nur alles schlimmer, als es ohnehin ist. Und deswegen, Hudhayfa erinnerte sich an die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und erhielt sich daran. Und dann kehrte Hudhayfa ibn al-Yaman zurück und erzählte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, was er gesehen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er gab ihm dann ein Gewand, in was er sich einwickeln konnte. Und subhanallah, in diesem Moment ist ihm wieder kalt geworden, hat sich eingebuddelt. Und am nächsten Morgen, ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn geweckt, weil er die ganze Nacht wach gewesen war, und sagte dann zu Hudhayfa ibn al-Yaman, komm ja, Nauman, steh auf, du Schlafmütze. Ja, hat sozusagen, du hast ausreichend geschlafen, steh auf, du Schlafmütze. Es gibt jetzt einige verschiedene Überlieferungen, welche ich jetzt hier nochmal hinzufügen möchte, welche uns vielleicht eine Antwort auf diese Frage geben, die wir gerade gestellt haben. Nämlich, wie sieht es denn eigentlich aus? Bestraft Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen oder bestimmte Menschen mit einem Virus, kann das sein? Oder mit einer Naturkatastrophe? Kann das sein, dass Allah ta'ala Menschen durch eine Naturkatastrophe bestraft? Geht so etwas überhaupt? Und zwar, interessant ist, in einer Überlieferung, in dieser Geschichte von Hudhayfa ibn al-Yaman, sagte Hudhayfa dann, ja Rasulallah,
Achso, genau. O Gesandter Allahs. Die Menschen haben sich von Abu Sufyan getrennt. Also sie sind aufgestanden und wollten abmarschieren. Und nur noch eine kleine Gruppe, ja, ist übrig geblieben. Und jetzt, ja, sagt er, und sie haben von Allah subhanahu wa ta'ala genau, ja, dieselbe Kälte verspürt, wie wir sie als Muslime verspürt haben. Und jetzt fügt er etwas hinzu. Und zwar, وَلَكِنَّ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Aber wir erhoffen uns etwas von Allah, was sie sich nicht erhoffen. Warum erwähne ich das extra? Dieser Zusatz ist ein ganz, ganz wichtiger Zusatz, der uns etwas erklärt. Wenn es eine Naturkatastrophe gibt, dann betrifft sie alle Menschen, die sich an diesem Ort betreffen. Und es ist völlig egal, ob sie Muslime sind, nicht Muslime sind, ob sie fromm sind, ob sie nicht fromm sind. Es betrifft erst einmal alle Menschen. Es gibt einen schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diesen Hadith findet ihr in dem Buch Riyadus Salihin gleich am Anfang. Es wird eine Armee geben, also der Prophet sallallahu alaihi spricht über die Zukunft, welche die Kaaba angreifen wird. Wenn sie dann plötzlich in einer, sozusagen auf einer großen Ebene sind, in einer Wüste, werden sie alle im Boden versinken. Und dann fragte Aisha, die diesen Hadith vom Prophet hörte, sagte, oh Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, was ist denn mit den Leuten, die nur gehandelt haben oder die gar nicht mitkommen wollten oder die aus irgendeinem anderen Grund mit dabei gewesen waren, die im Grunde genommen gezwungen waren, vielleicht auch daran teilzunehmen? Und die Händler, was ist mit denen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die alle werden im Erdboden versinken, ثم يبعثون على نياتهم. Und dann werden sie am jüngsten Tag aufstehen, entsprechend ihrer Absicht. Was zeigt uns das? Wenn es so etwas wie einen Virus gibt, einen beispielsweise jetzt ganz aktuell Coronavirus, ja, der irgendwo auf der Welt ausbricht, dann handelt es sich zunächst erst einmal um eine Sache, welche viele Menschen betrifft. Manche haben gesagt, es handelte sich um eine Strafe für die chinesische Regierung, ja, dass sozusagen sie die Uiguren so behandelt hat, wie sie sie behandelt hat. Zunächst erst einmal, meine Aufgabe als Muslim ist es was? Meine Aufgabe als Muslim ist es, keine Schadenfreude zu empfinden. Weil zunächst erst einmal, ja, alle Menschen davon betroffen sind. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich sein, dass ein und dieselbe Katastrophe oder Epidemie oder Krankheit oder wie auch immer für bestimmte Menschen eine Strafe ist und für andere Menschen wiederum keine Strafe ist, sondern lediglich eine Prüfung ist. Wie wir beispielsweise genau in diesem Hadith hatten, den wir gerade jetzt in der Geschichte von Hudhayfa ibn Yaman mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Ja? Sie verspüren Kälte und wir verspüren Kälte. Aber wir erhoffen uns von Allah ta'ala etwas anderes, als sie erhoffen. Das heißt, die Kälte ist für alle gleich, egal ob Muslime oder Nicht-Muslime. Die Krankheit ist für alle gleich, egal ob Muslime oder Nicht-Muslime, ob fromme Menschen oder keine frommen Menschen. Aber für den einen mag es vielleicht wirklich eine Strafe sein. Und für den anderen ist es lediglich eine Prüfung. Es kann auch sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich eine Katastrophe, Naturkatastrophe oder Krankheit auf ein Volk herablässt und dieses Volk damit bestrafen möchte und es trotzdem Menschen gibt in diesem Volk, die fromm sind. Aber sich das Unrecht so stark ausgebreitet hat in einem Volk, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe verallgemeinert. Oder nur einige wenige rettet, wie wir beispielsweise in der Geschichte von Lut alaihi salam haben. Allah ta'ala hat die ganze Stadt vernichtet. Es kann aber auch sein, dass diese Strafe nicht eine Strafe im eigentlichen Sinne, sondern einfach nur ein Zeichen von Gott sein soll. Ein Zeichen von Allah, damit die Menschen zurückkehren. Damit Allah den Menschen zeigt, egal wie weit ihr in eurer Macht seid oder wie stark ihr seid, egal wie mächtig ihr seid, am Ende seid ihr schwach. Und da haben wir die Geschichte vom Pharao und den Tis'a'ayat, den neun Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen gesandt hat. Ja? Wir hatten die Epidemie mit den Heuschrecken, die Epidemie mit den Fröschen, dass das Wasser plötzlich zu Blut geworden ist
und viele andere dieser Zeichen. Und jedes Mal, wenn ein Zeichen kommt, geht Pharao zu Musa alaihi salam und er bittet ihn, bitte deinen Herrn, dass er von uns das wegnimmt. Anstatt zu sagen, das ist ein Zeichen für mich, dass ich falsch handele und dass ich zurückkehre zu meinem Schöpfer, ihn um Vergebung bitte, neu anfange und das tue, was der Prophet von mir verlangt. Nein, er ist hochmütig geblieben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass so ein Virus für einige Menschen wirklich ein Zeichen ist, womit Allah Ta'ala sie wecken möchte, ihnen sagen möchte, kehrt zurück. Egal wie mächtig ihr seid, am Ende werdet ihr niemals so mächtig sein wie Allah. Ein kleines Virus, ja, kann alles zerstören, unabhängig davon, was die Hintergründe dieses Virus sind. Ich weiß, es gibt da tausende Verschwörungstheorien, ja, was man nicht alles gelesen hat. Allahu A'lam, Allah weiß es am besten. Aber am Ende hat Allah Ta'ala den Menschen gezeigt, ihr habt ein Volk unterdrückt, die Uiguren. Und genau das, was ihr ihnen angetan habt, ist auch einem Teil eures Volkes geschehen. Sie wurden eingesperrt und sie wurden ebenfalls eingesperrt. Allah gibt Zeichen, was nicht heißt, dass man Schadenfreude empfindet oder dass das unbedingt eine Strafe Gottes sein muss. Nur Allah weiß, warum das ist. Wir können das nur für uns interpretieren und wir sollten immer als Muslime versuchen, das Beste daraus zu entnehmen und die Zeichen Allahs zu lesen. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen, keiner weiß, ist es eine Strafe, ist es keine Strafe, ist es eine Prüfung oder was auch immer. Nur Allah subhanahu wa ta'ala allein weiß es. Aber meine Aufgabe als Muslim ist es was? Die richtigen Lehren daraus zu ziehen und die Zeichen Allahs zu lesen. Kehren wir zurück, insha'Allah ta'ala, jetzt zu Ghazwat al-Ahzab. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat jetzt einen gewaltigen Sturm aufkommen lassen. Einen gewaltigen Sturm. Und dieser Sturm, er hat dazu geführt, dass am nächsten Morgen alle abmarschiert sind. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala somit den Gläubigen, wie es Allah Ta'ala auch im Koran gesagt hat, in Surat al-Ahzab, ja, den Kampf erspart hat. Sie mussten nicht mehr kämpfen. Und das ist das Beste, was eigentlich geschehen kann, dass kein Blut vergossen wird. Der Muslim, wenn er die Möglichkeit hat, kein Blut zu vergießen, dann versucht er, kein Blut zu vergießen. Der Krieg ist nur eine Ausnahme, um Unrecht abzuwenden. Aber der Krieg ist nicht das eigentliche Ziel. Manche denken, der Krieg sei das eigentliche Ziel. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt immer wieder von uns im Koran, dass wir, wenn wir den Krieg oder den Kampf verhindern können, dass wir ihn auch verhindern sollen. Und deswegen, Allah sagt in Surat al-Anfal, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا. Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann solltest du dich ebenfalls dem Frieden zuneigen. Und hier, Allah Ta'ala, er spricht im positiven Kontext darüber, dass er den Gläubigen den Kampf erspart hat. Es wurde kein Blut vergossen. Und trotz alledem sind die Verbündeten dann von Medina abgereist und die Gläubigen mussten überhaupt nicht kämpfen. Und hier hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich Allah zugewandt und er hat gesagt, Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. O Allah, du, der das Buch herabgesandt hat, der schnell in der Abrechnung ist, besiege die Verbündeten, o Allah, besiege sie und setze sie einem Erdbeben aus. Und wenn wir beim Eid immer wieder diesen Takbir machen, dann erinnern wir uns an was? Dann erinnern wir uns genau an dieses Ereignis von Surat al-Ahzab, wo wir dann immer wieder, auch gerade wenn wir das dann aufsagen, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abada, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda. Ja, das ist genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier dann immer wieder aufgesagt hat. Das sagen wir, wenn wir auf As-Safa und Al-Marwa sind, bei der Umra oder bei der Hajj, ja, sagen wir immer wieder diese Worte auf, ja, um uns daran zu erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime vor einem gewaltigen Feind bewahrt hat. Jetzt kehrt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurück nach Hause. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kommt gerade zu Hause an, beim Dhuhr-Gebet im Haus von Salama. Und er ist gerade dabei, sein Schwert abzulegen. Und plötzlich kommt Jibril alaihi salam zu ihm.
Wie, wissen wir nicht, ob in der Gestalt eines Mannes oder ob er ihm etwas offenbart hat. Und er sagt zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Awa qad wada'ta as-silah, hast du etwa deine Waffe schon abgelegt? Fa innal malaikata lam tada' aslihatahum. Die Engel, sie haben ihre Waffen noch nicht niedergelegt. Was geht es jetzt? Und zwar, Jibril alaihi salam, er forderte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, sich zu den Wohnstätten der Banu Qurayza zu begeben. Warum? Wir hatten das letzte Mal erwähnt gehabt. Es gab Hochverrat. Die Banu Qurayza, trotz der Abmachung, die sie hatten, trotz der Verträge, die sie hatten mit den Muslimen, sie haben sich mit dem Feind verbunden. Und wir hatten erwähnt gehabt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam extra Leute geschickt hat, um sich zu vergewissern, haben sie wirklich Verrat begangen oder nicht? Und es stellte sich heraus, sie haben Verrat begangen. Und wir wissen, wie brenzlig die Situation war, wie schwierig sie war und wie Allah Ta'ala darüber spricht, von innen und von außen der Feind. Und jetzt fordert Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, sich erst gar nicht auszuruhen, sondern sich direkt zu den Banu Qurayza zu begeben. Was macht denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Es ist gerade Dhuhr. Es ist gerade was? Dhuhr. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verlässt sein Haus, er geht in die Moschee und er ruft die Leute und lässt ausrufen. Und jetzt kommt eine authentische Überlieferung. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Keiner von euch soll das Asr-Gebet vollziehen. Das ist gerade Dhuhr. Keiner von euch soll das Asr-Gebet vollziehen, außer bei Banu Qurayza, also bei den Wohnstätten der Banu Qurayza. Dieser Hadith ist ein Hadith, aus dem man unglaublich viele Lehren ziehen kann. Erst einmal, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging es worum? Es ging ihm darum, dass die Leute sich beeilen sollen. Der Weg dorthin dauert ungefähr 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wo man gerade in Medina ist. Also Laufweg. Und dementsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, sie sollen sich beeilen. Warum? Weil nämlich die Wohnstätten der Banu Qurayza jetzt belagert werden sollten. Es kam zu einer Belagerung, die ca. 25 Tage anhielt. Was haben die Sahabe jetzt gemacht? Die Sahabe haben sich auf den Weg gemacht. Nicht alle haben das sofort mitbekommen. Einige waren gerade zu Hause, muss man sich vorstellen. 25 Tage lang wurden sie belagert, hatten Todesangst. Sie kommen jetzt nach Hause, wollen sich ausruhen und plötzlich kommt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und sagt zu ihnen, sofort wieder aufstehen und zu den Banu Qurayza. Das heißt, einige haben in dem Moment vielleicht gerade geschlafen oder waren nicht gerade anwesend gewesen, waren bei ihren Familien gewesen. Es hat also ein bisschen gedauert, bis sich das rumgesprochen hat. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Und für einige ist es schon zu spät, inwiefern zu spät. Und zwar, sie schaffen es nicht mehr, das Asr-Gebet zu vollziehen, bevor die Sonne untergeht. Und jetzt spalten sich die Sahabe in 2 Gruppen. Die eine Gruppe sagt, wir beten Asr, weil die Zeit ist wichtiger und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte uns mit seinem Wort nur sagen, dass wir uns beeilen sollen. Und andere haben gesagt, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat klar und deutlich formuliert, keiner darf Asr beten, außer bei den Banu Qurayza. Also warten wir, selbst wenn die Sonne untergehen sollten, bis wir dort sind und beten dort. Und jetzt kommen sie an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dort. Und sie fragen den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer jetzt richtig und wer falsch gelegen hat. Was sagt denn der Prophet? Was würdet ihr denn sagen? Wer lag richtig, wer lag falsch? Mal eine Frage. Wie hättet ihr gehandelt? Hättet ihr auf dem Weg gebetet oder hättet ihr vor Ort gebetet? Ah. Wer hätte vor Ort gebetet bei den Banu Qurayza, selbst wenn die Sonne untergegangen wäre? Du hättest vor Ort gebetet, ja? Du der Einzige? Und die anderen hätten alle unterwegs gebetet? Aber der Prophet hat das doch klar und deutlich gesagt. Keiner von euch darf beten außer dort. Wie antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sie ihn fragten, ja? Hat er gesagt, es ist beides richtig? Was hat er gesagt? Er hat nichts gesagt. Er hat niemanden kritisiert, er hat es offen gelassen.
Der Prophet, als er das gesagt hat, er wusste natürlich, mit welcher Absicht er es sagt. Aber er hat gemerkt, dass seine Worte in zweierlei Weise zu verstehen sind. Entweder wortwörtlich, und das ist dann der Mazhab von Mustafa, oder im übertragenen Sinne, also beeilt euch, ja, aber natürlich selbstverständlich, wenn die Zeit knapp wird, dann bete unterwegs und geh dann weiter und bete dort dann das Maghrib-Gebet, aber du musst unterwegs beten, weil die Zeit in diesem Fall wichtiger ist. Wie spät ist es, wann ist Asr, wann ist Maghrib? Nicht Asr. Also, Asr, ich bin in Asr. Ja, 25 Minuten, mashallah. Alhamdulillah, ist ja noch Zeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nichts gesagt. Er hat niemanden von beiden kritisiert. Und daraus entnehmen wir sehr, sehr viele Lehren, unglaublich viele Lehren, welche uns vieles erklären, warum es heutzutage unter den Gelehrten zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Und zwar, weil manche Formulierungen einfach nicht eindeutig sind. Manche Formulierungen kann ich wortwörtlich verstehen und manche Formulierungen verstehe ich nur wie, kann ich auch im übertragenen Sinne verstehen. Manche Formulierungen muss ich literalistisch verstehen, also oder kann ich literalistisch verstehen, also buchstäblich. Und manche Überlieferungen kann ich verstehen im Sinne von, dass damit ein höheres Ziel gemeint ist, ja, aber es nicht wortwörtlich zu verstehen ist. Und das führt zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Meinungen unter den Gelehrten bei sehr vielen Fragen. Nehmen wir mal nur eine Frage, unabhängig von diesem Beispiel jetzt. Und zwar die Frage, darf eine Frau ohne Mahram reisen oder nicht? Darf eine Frau ohne Ehemann oder ohne Mahram, Mahram ist ein männlicher Begleiter, der mit ihr blutsverwandt ist, ohne den sie nicht heiraten darf, darf eine Frau ohne Mahram reisen oder nicht? Es gibt Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die eindeutig sind. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Frau, ungefähre Bedeutung, ja, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Keiner Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, ist es erlaubt, ein tusafir, ja, thalathata layalin, ja, biduni mahram aw zawj. Es ist keiner Frau erlaubt, ja, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, mehr als 3 Nächte und 3 Tage ohne Ehemann oder ohne Mahram zu reisen. Es gibt Überlieferungen, wo es dann heißt 2 Tage und 2 Nächte und es gibt Überlieferungen, wo es heißt 1 Tag und 1 Nacht. Jetzt ist die Frage, darf eine Frau jetzt wirklich nicht reisen? Ist das wortwörtlich zu verstehen? Es gibt einige Gelehrte, die haben das wortwörtlich verstanden haben, die gesagt haben, es ist unter keinen Umständen erlaubt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das klar und deutlich hier gesagt hat. Aber es gibt wiederum Gelehrte, die sagen, nein, das ist im übertragenen Sinne zu verstehen, nicht im übertragenen Sinne, das ist schon wortwörtlich zu verstehen, aber dieser Hadith hat einen Hintergrund und ich muss verstehen, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Genauso wie bei diesem Beispiel. Ich muss verstehen, warum hat der Prophet gesagt, ich darf Asr erst in Banu Qurayza beten, weil er wollte, dass wir uns beeilen. Aber es geht nicht um das wortwörtliche Verständnis. Hauptsache, ich beeile mich. Und genauso haben auch Gelehrte diesen Hadith so verstanden, dass sie gesagt haben, es geht nicht darum, dass eine Frau nicht alleine reisen darf, sondern es geht darum, dass eine Frau nur reisen darf, wenn es sicher ist. Sobald die Sicherheit gegeben ist, kann sie auch ohne männlichen Begleiter reisen. Und das ist die Meinung ebenfalls von vielen Gelehrten. Und dementsprechend haben die Gelehrten genau diese Frage ausdiskutiert. In welchem Kapitel haben die Gelehrten diese Frage ausdiskutiert, wisst ihr das? Und zwar im Kapitel der Hajj. Darf eine Frau ohne Mahram und ohne, oder ist eine Frau verpflichtet, besser gesagt, ohne Mahram und ohne Hajj, wenn sie finanziell und gesundheitlich dazu in der Lage ist, die Hajj zu vollziehen, oder ist sie nicht verpflichtet? Die Malikiten und die Schafiiten, ja, und auch ein Teil der Hanbaliten sagt, sie ist verpflichtet. Das heißt, sie muss die Hajj vollziehen, selbst wenn ihr Ehemann oder ein männlicher Begleiter nicht vorhanden ist, ja, und sie nicht begleiten wird, muss sie trotzdem die Hajj vollziehen. Die Hanafiten und ein Teil der Hanbaliten sagt, nein, ja, in diesem Fall muss sie die Hajj nicht vollziehen. Warum? Weil nämlich eine Voraussetzung, ja, für die Möglichkeit zur Hajj fehlt, nämlich dass ein männlicher Begleiter oder ihr Ehemann sie begleitet.
Die einen haben es wortwörtlich verstanden, die anderen haben es verstanden in einem bestimmten historischen Kontext. Und da sehen wir, es gibt sozusagen automatisch zwei verschiedene Meinungen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen anderen Beispielen, wo es immer wieder ja, diese beiden Schulen gibt. Die Schule der sogenannten Ahlul Hadith oder Ahlul Athar, der Leute des Hadithes, welche sich eher buchstäblich an die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam halten und nicht gucken, in welchem Kontext hat er das gesagt, was will der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich damit bezwecken. Also die sogenannten Maqasid, ja, das heißt die höheren Ziele dieser Religion. Und es gibt die sogenannte Schule, ja, Ar-Ra'i, Ahlul Ra'i, welche sich der Meinung, welche sich mehr auf die Ratio stützen, ebenfalls auf das, was der Prophet gesagt hat, aber auch versuchen zu gucken, was ist der Sinn und Zweck der Worte unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das erklärt vieles. Wichtig ist bei diesem Ganzen, dass man immer Respekt hat gegenüber der anderen Meinung. Solange diese Meinung von jemandem kommt, der auch wirklich Wissen hat. Wir haben heutzutage immer wieder Debatten, ja, was ist jetzt richtig? Oder einige sagen, wie kannst du? Ich habe das häufig zum Beispiel, wenn es um Hajj und Umrah geht und ich dann sage, also ich habe kein Problem damit, dass eine Frau auch ohne Mahram reist, solange es, sage ich mal, vom Staat her und von ihrem Visum her möglich ist. Dann sagen einige, Auzubillah, wie kannst du das erlauben? Ist doch verboten. Der Prophet hat doch gesagt. Ja, der Prophet hat gesagt, aber wie verstehe ich die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und was sagen die Gelehrten zu den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das ist nur eine Meinung von vielen Meinungen. Und dann sagst du ihnen, wie sie das, wie die Gelehrten das verstehen und warum es verschiedene Meinungen gibt. Aber es gibt Leute, die das nicht kapieren wollen. Die einfach sagen, nein, der Prophet hat es gesagt und dann ist das so. Ja, natürlich hat das der Prophet gesagt, aber wie verstehe ich die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und da müssen wir einfach Respekt haben, dass es diese unterschiedlichen Herangehensweisen an die Worte Allahs und an die Worte unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt. Und dann gibt es noch eine andere Frage bezüglich dieses Hadithes, die sehr wichtig ist. Und wo es ebenfalls bei den sogenannten Usul-Gelehrten, das heißt bei der Methodiklehre der Rechtswissenschaften des Fiqh, ja, zwei Meinungen gibt. Du hast es vorhin gesagt, Schwester. Du hast gesagt, beides ist richtig. Beides ist richtig. Die meisten Gelehrten sagen aber, es gibt nur eine Wahrheit bei Allah und nicht zwei Wahrheiten. Nur wer weiß, welche Wahrheit die richtige ist oder welche Meinung die richtige ist oder was bei Allah die Wahrheit ist, das weiß nur Allah, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich in diesem Hadith wollte. Er hat es nicht gesagt. Es könnte beides richtig sein. Wir wissen es nicht. Ja? Und ebenfalls, ja, ein Großteil der Gelehrten sagt, es gibt bei Allah nur eine Wahrheit. Aber welche Wahrheit? Das wissen wir nicht. Und dementsprechend, kein Mensch kann sagen, dass meine Meinung die richtige ist. Ich kann nur sagen, ich glaube, sie ist die richtige. Aber die Meinung des anderen könnte eigentlich auch richtig sein. Ja? Natürlich. Der Mujtahid, das heißt derjenige, der dann versucht hat, auch sich eine Meinung zu bilden, wenn er dafür die Voraussetzung hat, ganz, ganz wichtig, nicht irgendwelche dahergelaufenen, die noch nie, die nicht mal Al-Fatiha richtig rezitieren können und dann mit irgendeiner Fatwa ankommen, sondern Leute, die wirklich auch die Voraussetzungen haben, um eine Fatwa zu geben, wenn sie sich anstrengen und zu einem Urteil gelangen, wenn dieses Urteil richtig ist, kriegen sie dafür zwei Belohnungen. Ist es falsch, kriegen sie eine Belohnung. Zwei Belohnungen. Wenn es richtig ist, warum? Für die Wahrheit und für ihre Anstrengung und eine Belohnung bei demjenigen, der nicht richtig liegt, für die Anstrengung. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, das ist eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt also die Muslime aufgefordert, dass sie sich nach Banu Qurayza begeben sollen. Und es waren über 3000 Kämpfer mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen und 36 Reiter. Und 25 Tage lang wurde jetzt die Festung der Banu Qurayza belagert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickte zu dem Banu Qurayza einen Mann, der dem Banu Qurayza sehr nahe stand. Und zwar einen Mann mit dem Namen Abu Lubabe ibn Abd al-Munzir. Abu Lubabe ibn Abd al-Munzir.
Abu Lubabe war ein Verbündeter der Banu Qurayza gewesen in vorislamischer Zeit. Er war gut mit ihm befreundet gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte ihn, damit er sie davon überzeugt, sich zu ergeben. Und er ging dann dorthin und sie fragten ihn, O Abu Lubabe, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sollen wir uns ergeben, sollen wir uns nicht ergeben? Daraufhin meinte er zu ihnen, ergibt euch, aber er machte gleichzeitig ein Zeichen, nämlich so. Also mit anderen Worten, wenn ihr euch ergibt, dann werdet ihr hingerichtet werden. Also ich sage euch zwar, ergebt euch, aber tut es nicht. Mit meinen Worten sage ich euch, ergebt euch, aber ich würde euch raten, lieber als Freund, tut es nicht. Abu Lubabe, und er wusste überhaupt nicht, was der Prophet tun wird. Er kannte ja gar nicht das Urteil des Propheten, sondern Abu Lubabe sagte, in dem Moment, wo ich mit meiner Hand so gemacht habe, habe ich den Boden unter meinen Füßen nicht mehr gespürt. Und ich wusste, ich habe Hochverrat begangen. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam untergangen. Ich hatte eine Aufgabe, ich habe diese Aufgabe nicht erfüllt. Und ich kehrte zurück, ich ging gar nicht erst zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ich ging direkt in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dort ließ er sich anbinden von jemandem anderen. Und dieser, der ihn angebunden hat, ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, Abu Lubabe hat sich in der Moschee angebunden. Dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wäre er zu mir gekommen und hätte mich um Vergebung gebeten, dann hätte ich Allah für ihn um Vergebung gebeten und ich hätte ihm vergeben. Aber wenn er sich selbst anbindet, dann soll er warten, bis Allah über ihn urteilt. Und dann blieb er mehrere Tage oder Nächte, ungefähr 8 oder 9 Nächte, blieb er in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und plötzlich, subhanallah, fing der Prophet sallallahu alaihi wasallam ohne Grund an zu lächeln. Und die Sahaba fragten, was ist los, warum lächelst du? Und dann meinte er, Allah Ta'ala, er hat die Taube, er hat die Bereue von Abu Lubabe angenommen. Und dann gingen die Sahaba zu Abu Lubabe und sagten, oh Abu Lubabe, Allah Ta'ala, er hat deine Reue angenommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir vergeben. Wir binden dich los. Und er sagte, nein, bei Allah. Ich werde mich nicht losbinden lassen, bis nicht selbst der Prophet zu Hause kommt und mich losbindet. Damit ich sicher bin, zu 100%, dass er mir vergeben hat. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und hat Abu Lubabe losgebunden. Und über dieses Ereignis soll ein Vers herabgesandt worden sein. Wisst ihr welcher Vers? Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O die ihr glaubt, hintergeht nicht Allah und den Gesandten. Und hintergeht somit eure Emanat, also das, was euch anvertraut wurde. Wo ihr doch wisst, Abu Lubabe hat bereut im selben Moment. Und genau das ist meine Aufgabe als Muslim. Ich kann einen Fehler machen, jeder von uns macht Fehler. Aber wenn du einen Fehler machst, dann warte nicht mit der Taube, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Bereue direkt. Und eine Taube kann manchmal auch sehr, sehr schwierig sein. Und sie muss aufrichtig sein. Abu Lubabe hat gezeigt, dass er aufrichtig war in seiner Taube. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Es hätte wahrscheinlich niemand erfahren, dass er so gemacht hat. Er hat sich selbst angezeigt. Und dementsprechend, das zeigt noch einmal, was Abu Lubabe für ein Bewusstsein hatte. Wenn du allein bist und sündigst und dich niemand sieht, bereue. Weil Allah hat dich gesehen, das sollte dir als Muslim ausreichen. Keiner von uns ist perfekt. Wir machen alle unsere Fehler. Aber warte nicht, bis irgendjemand dich bei deiner Sünde sieht, sondern bereue im selben Moment, wo du die Sünde begangen hast, auch wenn dich keiner gesehen hat. Weil dieser Satr, diese Bedeckung von Allah subhanahu wa ta'ala, die solltest du niemals aufs Spiel stellen. Niemals. Allah bedeckt dich, bedeckt dich, bedeckt dich, aber irgendwann einmal wird er dich bloßstellen. Wenn du es übertreibst. Abu Lubabe, er wusste, niemand hat ihn gesehen, aber er wusste, Allah hat ihn gesehen. Und dementsprechend hat er bereut aufgrund dieses Bewusstseins. Diese Säule, an die sich Abu Lubabe ibn Abd al-Munzir gebunden hat, die befindet sich heutzutage immer noch in der Raude unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und an dieser Säule steht, هذه أسطوانة أبي لبابة in der Raude al-Sharifa unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Säule von Abu Lubabe. Die Säule, an die sich Abu Lubabe selbst gefesselt hat. Und auf jeden Fall
die Banu Qurayza, sie waren nicht bereit gewesen, sich jetzt zu ergeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte jetzt aber ein Urteil. Und die Aus und die Khazraj, sie haben sich jetzt gestritten. Warum? Weil die Aus sagten, o Gesandter Allahs, wir wollen, dass du mit unserem Verbündeten, der Banu Qurayza, gut umgehst mit diesem Stamm. Genauso wie du gut umgegangen bist mit dem Verbündeten der Khazraj. Und das ist der Stamm der Banu Nadir. Also wie wisst ihr, in Medina gab es zwei arabische Stämme, die Aus und die Khazraj. Und die Aus waren die Verbündeten der Banu Qurayza. Und die Khazraj waren die Verbündeten der Banu al-Nadir gewesen. Und auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann, okay, was haltet ihr davon, wenn euer Anführer, nämlich Sa'd ibn Mu'az, derjenige ist, der das Urteil über die Banu Qurayza fällt? Und sie meinten, damit sind wir zufrieden, o Gesandter Allahs. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt wen rufen ließ, und zwar Sa'd ibn Mu'az. Was war aber mit Sa'd ibn Mu'az gewesen? Er hat das letzte Mal gesagt gehabt, er war verletzt gewesen, und zwar sehr, sehr schwer verletzt. An seinem Arm, wahrscheinlich eine Vene oder eine, wurde so verletzt, dass die Wunde, alaikumussalam, nicht mehr gestoppt werden konnte und er immer wieder blutete. Und am Ende ist er auch wirklich durch diese Wunde gestorben. Und er lag, wie gesagt, in einem Art Lazarett und wurde dann getragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er dann zu dem Banu Qurayza, zu ihm getragen wurde, sagte er, Qumu ila sayyidikum, steht auf für euren Herrn, also für Sa'd ibn Mu'az. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es zu niemandem anderen gesagt, als zu Sa'd ibn Mu'az, dass man für ihn extra aufstehen soll. Auch hier lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Manche sagen, es ist verboten, für jemanden anderen aus Respekt aufzustehen. Und sie stützen sich auf eine Überlieferung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man sozusagen man ahabba an yatamathala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar, wer es liebt, dass die Menschen extra für ihn aufstehen, ja, der kann jetzt schon seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Und deswegen einige haben gesagt, es ist verboten für jemanden aufzustehen. Und ich sehe manche Jugendliche manchmal, die sitzen, ja? Und dann kommt ein älterer Mann und will sie begrüßen. Und anstatt aufzustehen aus Respekt, ja, grüßen sie ihn einfach, während sie sitzen und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es verboten, für jemanden anderen aufzustehen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist selbst für Fatima radiallahu anha, seine eigene Tochter, aufgestanden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat verlangt, ja, dass man für Sa'd ibn Mu'az aufsteht. Was ist also mit diesem anderen Hadith gemeint? Mit diesem Hadith ist gemeint, dass ich als Muslim, ja, nicht sitze, während die anderen stehen und mich dabei wohlfühle. Warum? Weil ich sitzen kann und die anderen stehen aus Respekt oder aus Angst mir gegenüber, weil ich ein tyrannischer Herrscher bin als Beispiel. Das ist das, was verboten ist. Aber dass ich aus Respekt für einen anderen Menschen aufstehe, einen älteren Menschen, der zu Besuch kommt oder der mich grüßt in der Moschee oder der Scheich, der kommt und begrüßt mich in der Moschee und ich stehe auf aus Respekt und sage, alaikum assalam, und bleib nicht einfach sitzen, wie sozusagen, so als wäre das irgendjemand, ja? Das ist etwas, was uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so beigebracht hat, sondern ganz im Gegenteil. Unser Prophet sagt, laysa minna, keiner gehört zu uns, man lam yarham sagirana, der nicht unsere Güte zeigt gegenüber unseren Jüngsten, wa yuwaqqir kabirana, und diejenigen respektiert, die älter sind. Ja, und zum Respekt gehört auch, dass ich aufstehe, wenn jemand Älteres kommt, um ihn dann zu grüßen. Oder jemand, der eine höhere Stellung als ich habe, beispielsweise in der Religion oder im Wissen. Und jetzt sollte Sa'd ibn Mu'az urteilen. Und Sa'd ibn Mu'az, er fragt, o Gesandter Allahs, ist mein Urteil wirklich gültig? Wird mein Urteil auch wirklich umgesetzt? Ihnen gegenüber, sagte er. Auch gegenüber der Muslime, sagte er. Und dann aus Respekt gegenüber dem Propheten, auch gegenüber, und er zeigte in seiner Richtung, also gegenüber dir, o Gesandter Allahs, und er sagte, ja. Wie urteilte jetzt Sa'd ibn Mu'az? Sa'd ibn Mu'az, er sagte, bevor er das Urteil fällte, etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagte, لا يأخذني اليوم في الله لومة لائم. Heute werde ich sozusagen in Bezug auf Allah keine Angst haben in meinem Urteil. Er wusste, er wird sterben.
Und Sa'd ibn Mu'az, er sollte ein hartes Urteil fällen. Und zwar sagte Sa'd ibn Mu'az, تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ, die Kämpfer unter ihnen werden getötet. وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ, und die Kinder und die Frauen und die, die nicht gekämpft haben, ja, sie werden versklavt. وَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُمْ, und ihr Vermögen wird aufgeteilt. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, wie viel Zeit haben wir noch? قَضَيْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى, du hast über sie geurteilt mit dem Urteil Allahs. Und jetzt wurden das ausgeführt, was Sa'd ibn Mu'az gesagt hat. Vielleicht kurz zu Sa'd ibn Mu'az, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, inshallah, wie das dann ausgeführt wurde. Sa'd ibn Mu'az, er ist kurz darauf gestorben. Er ist verblutet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er bestattet wurde, er sagte nur über Sa'd ibn Mu'az, als er gestorben ist, dass der Arshur Rahman, der Thron Allahs, er hat gebebt beim Tod von Sa'd ibn Mu'az. Und es wird ebenfalls überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat über Sa'd ibn Mu'az, innal malaikata kanat tahmilu, wahrlich die Engel, sie haben ihn getragen. Weil einige haben gesagt, er ist so leicht. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wahrlich die Engel haben ihn getragen. Ein ganz, ganz besonderer Sahabi, radiyallahu anhu wa arda. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses Urteil jetzt ausgeführt? Und wie gehen wir auch damit heutzutage um? Ich habe jetzt nur noch 4 Minuten. Das Problem ist, gerade dieser Punkt ist so wichtig, ja, dass ich über ihn mindestens 15 Minuten sprechen muss. Und deswegen, damit ihr auch noch die Möglichkeit habt, inshallah ta'ala, Fragen zu stellen, möchte ich das auf nächste Woche verschieben, sodass wir das dann verbinden, inshallah, mit dem nächsten Thema. Ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das genau umgesetzt hat, ja, welche Meinungsverschiedenheiten es darüber gibt, wie viele jetzt hingerichtet wurden von den Kämpfern, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was eigentlich die Bibel zu diesem Thema sagt und warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, du hast mit dem Urteil Allahs über sie gerichtet. Das werden wir auch dann inshallah sehen. Ich werde euch eine Passage aus der Bibel diesbezüglich vorlesen, aber dazu dann mehr inshallah in der nächsten. Und er, was halt immer wieder auch behauptet wird, ist der Islam aufgrund dieses Ereignisses eigentlich eine antisemitische Religion oder nicht? Ja, auch darauf werden wir inshallah ta'ala nächste Woche dann in diesen ersten 20 Minuten unseres Vortrages ausführlich eingehen, weil das sind ganz, ganz wichtige Dinge, mit denen man sich als Muslim auch auskennen muss und beschäftigt haben muss. Gut.